Kapitel 10: Die Heldentat des Papageis Carudo. Der Doktor aber sagte zu Santian: Wir dürfen nicht verzagen, liebe Freunde. Wir müssten diesen verwünschten Kerker entrinnen, denn die kranken Affen warten auf uns. Hört auf zu weinen, lasst uns darüber nachdenken, wie wir uns retten könnten. Nein, lieber Doktor, sagte das Krokodil und weinte noch bitterlicher. Es gibt keine Rettung, wir sind verloren. Die Kerkertür ist aus dicken Eisen. Können wir sie etwa zertrümmern? Morgen in aller Frühe kommt der böse Barmalai und tötet uns einen nach dem anderen. Die Ente Kika begann zu schluchzen und Chichi seufzte ganz tief. Der Doktor aber sprang auf und rief vergnügt: Und trotzdem entkommen wir dem Kerker. Er winkte dem Papagei Carudo zu sich und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Und zwar so leise, dass nur der Papagei es hören konnte. Carudo nickte, lächelte und sagte schön. Dann flatterte er zum Gitter, kroch zwischen den Eisenstäben hindurch auf die Straße und flog zu Barmalai. Barmalai schnarchte ganz laut. In seinem Bett, unter seinem Kopfkissen, war ein großer Schlüssel versteckt. Eben der, mit dem die eiserne Kerkertür versperrt worden war. Leise, leise machte sich der Papagei an Barmalai heran und zog unter dem Kissen den Schlüssel hervor. Wäre der Räuber erwacht, hätte er den tapferen Vogel bestimmt totgeschlagen. Zum Glück aber schlief Barmalai sehr fest. Der tapfere Carudo nahm den Schlüssel in den Schnabel und flog so rasch er konnte zum Kerker zurück. Ach, war dieser Schlüssel schwer. Carudo hätte ihn unterwegs beinahe fallen lassen. Dennoch erreichte er den Kerker und huschte flugs durch das Fenster zu Eyebolit. Als der Doktor sah, dass der Papagei den Kerkerschlüssel anbrachte, freute er sich ungemein. »Hurra, wir sind gerettet«, rief er. »Jetzt aber schnell, bevor Barmalai aufwacht.« Der Doktor schloss die Tür und eilte hinaus. All seine Tiere folgten ihm. Nun waren sie frei. »Ich danke dir, tapferer Carudo«, sagte der Doktor. »Du hast uns gerettet. Ohne dich wären wir verloren gewesen. Und zusammen mit uns wären die armen, kranken Affen zugrunde gegangen.« »Aber nein doch, du selbst hast mich ja gelehrt, was zu tun ist, damit wir diesen Kerker entrinnen«, sagte Carudo. »Schnell, schnell, zu den kranken Affen«, mahnte der Doktor und eilte ins Urwalddickicht. All seine Tiere liefen ihm nach.